Jane hat wieder was fleißig fertig gemacht. Was war bei Tag 11? Kürbis. Ah, ja gut, das macht Sinn. ich bin gespannt. Geister und nicht schon alleine weglaufen, weil wir so komische Partyhüter aufhaben. Ah, das ist cute, dass die Löwen haben, wenn man das nicht gut aus. Schön fluffy. Muss ich mal gucken, wo hat... Wo da? Oh, ist das goldig. Ja, das ist extrem cool. No. Wer fehlt denn noch? Bei mir sagt der Phasmophobia-Exe reagiert nicht. Oh. Na super. Sehr bedauerlich. Sollen wir dann auch nochmal rausgehen? Doch, nee, jetzt. Nee. Ah. Ich hab ja nicht geschlossen. Oh, Hallöchen. Hi. George Taylor. Oh, was haben wir überhaupt für eine Karte? Leasdale. Heim unseres Bachwohl. Kerze, Räucherstäbchen, Kruzifix. Mehr Geschichten? Und allein und zusammen. George Taylor. Eine Tür. Luca, ich komme mit dir nach hinten. Oh, Sau. Ja, auch ne. Stief. Falsches Spiel. Sagt Bescheid, wenn wir eintreten können. Geht in die Tür ein. Okay. Wer hat denn da die Tür kaputt gemacht? Danke. Hello. Oni-chan war's. Nicht Trapper-Senpai? Nee, Oni-chan. No. So. Überblick. George Taylor. Ich bin wieder überrascht, wie viel Legge. George Taylor. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Das war sehr schön. George Taylor. Ich habe im Eingangsbereich vom Parabolmikrofon immer mal 1 bis 2 gehabt gerade. George Taylor, gib mir ein Zeichen. Ach, da geht's raus. Aha. Oh, ja, er ist neben mir. Das kleine Büro am Anfang. Oh. Da war ich gerade drin. Oh, da war ein Schatten. Oh ja, 13,1. Ich war leider nicht schnell genug zum Schnipsen. Ja, geht mir auch so. Ich hatte leider nur Videokamera in der Hand. Wie wär's denn mit Licht? Das war so schön, weil ich stand hier drin und dachte, Hiso hat gesagt, sie hat Töne. Ich guck mal hier rein. Und plötzlich so, oh, hallo junger Mann. Schön, dass Sie direkt neben mir erscheinen. Hab ich auch gehört, diese Summe. So. Na gut, dann mache ich nochmal ganz frech Licht aus. Gib mich ein Zeichen. George Taylor. George Taylor. Erscheine. Bitte nochmal für ein Foto. Und ich will ein MF. MF. Oh, habe ich die Kamera wunderschön positioniert. Ich hol dich ein. Nix, ich hab einen Sprintboost. Ich renne um mein Leben. Für wie ihr ineinander geht. Ja. Was haben wir denn noch? Ein Buch? Oh, eine Geisterbox. Geil. Ich hab UV. Ich hab Dots. Und ich geh nochmal nach oben, weil oben noch keiner nach Knochen geguckt hat, ne? Stimmt, ich war gerade oben und dann musste ich wieder zurück, weil Geisterfund und so. Bau uns die Knochen. Wo bist du? Wie alt bist du? Schreibe ins Buch. Wo bist aber du? Aber zacki. Was willst du mit mir machen? Das willst du gar nicht wissen. Wo bist du? Wo bist du? Er redet nicht mit mir. Ist da eine Lampe an im Zimmer? Wir haben zwei Dots, vielleicht liegt's daran. Ah, okay. Da. Hey, ich hab extra auf die Nacht. So. Rennt er wenigstens durch den Dots durch? Nö.
zumindest bisher noch nicht. Ist auch kein. Ach, sag mal Folgendes. Haben wir jetzt nur oder haben wir schon nach Temperaturen geguckt? Es ist hier, weil es ist hier drin noch ein bisschen warm. Ich such mal nach. Das ist ja auch immer meine Temperatur noch normal, aber ich heiß ja immer nichts, weil ich finde, das Thermometer ist momentan ja eh so ein bisschen. Das ist halt wirklich hier neben dem Schreibtisch erschienen. Das war jetzt nicht mal an der Tür oder so. Aber der kann ja auch im Nebenraum, weil ich hatte das im Eingangsbereich dieses. Ich gehe einfach mal durch und gucke, ob ich irgendwo was finde. Mach einfach mal von hier draußen irgendwo nach. 9,3, 10. Wo denn? Hier hinten. Ich gucke gerade, ob es im Esszimmer. Hier ist eine Tür. Oh. Mhm. Er hat geblinkt. Oh. 8,8 hier hinten im Gang, wo es zum Werkraum geht. Okay. Und durch die Wand gebackt vielleicht? Gut, er muss ja nicht immer in seinem Raum erscheinen. Am Anfang aber eigentlich schon. Ich hatte schon öfters, dass er mal woanders erschienen ist. Also ich würde hier den. Ja, ich würde hier den Gang untersuchen. Kommt, glaube ich, auf die Art des Geistes an. Dadurch, dass es jetzt einen Geist gibt, der immer nur an seinem Todesort bleibt. Mhm. Sind die anderen ziemlich. Mach da mal zwei Beweger hin. Also UV habe ich bisher nirgendwo. Ruby at Orbi habe ich auch noch nicht. So, hier. Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du mit mir machen? Popo-Sex. Okay, ich mach mit. Wo bist du? Ist der große oder der kleine Löffel? Im Zweifelsfall immer der große. Wo bist du? Hier redet er auch nicht mit mir. Aber ja, die Temperaturen habe ich auch definitiv hier. Es haben wieder zwei Leute ihre Mütze nicht aufgesetzt. Ich habe meine auf. Das ist mittlerweile eigentlich auch gar nicht mehr, wenn du eine Kamera mitnehmen kannst. 13, 12,5. Hier in dem Raum 8,5. Oder wo? Ja, hier hinten in diesem Gang, genau. Wenn ihr gerade im Van seid, könnt ihr mal ganz kurz auf die Sanity gucken, so zur Sicherheit. Mhm. Bin nicht im Van. 65. Okay. Oh. Amarok und Anne sind so ungefähr beide bei 58, 60. Okay. Mhm. Dann mach ich mich gleich auf den Weg raus. Mhm. Dito. So. Jo. Dann schlucke ich einmal Pillen und nehme noch vielleicht eine Kamera oder so mit oder was auch immer wir gebrauchen können. Hatte Anne den Knochen schon gefunden? Nein, ich habe keinen gefunden. Okay. Doch kein Knochenjäger. Ne, ich war Knochenjäger, aber wenn ich in alle Räume gehe, aber keinen Knochen finde, dann hab ich keinen gefunden. Schade. So, die möchte ich mit. Stimmt. Tja. Brauchen wir Salz oder sowas? Kruzifix, Räucherstäbchen, Kerze. Ich nehme Salz mal mit. Ich nehme mal eine Kerze mit und irgendjemand könnte da noch ein Räucherstäbchen und ein Feuerzeug oder so mitnehmen. Ja, ich nehme gerade auch noch Kamera mit. Wo bist du? Bist du hier? Ja, ich bin hier. Bist du ein Kind? Ah, blöde Treppe. Bist du erwachsen? Bist du hier? Wir müssen Licht ausmachen. Moment. Ich hab's nicht angemacht. Jetzt kannst du nochmal probieren. Bist du hier? Da ist Feuerzeug und da ist Räucherstäbchen. Sehr schön. Bist du hier? Hier? Bist du ein Kind? Bist du erwachsen? Also Talkie ist er nicht. Wo liegt das Feuerzeug? Ich sehe es nicht. Bei der Tür. Draußen oder drin? Draußen. Vielleicht doch mal eine Taschenlampe mitnehmen sollen. Ja. Ja.
Amarok, andere Tür, ich bin von hier reingekommen. Na gut. EMF 5. Hey, wir haben einen Beweis. Wo hast du EMF 5? Hier, im Flur. Gang. Ja, an dieser Stelle hatte ich. Huch. Oh, ich habe leider kein Foto machen können. Ich habe eins. Ja, Interaktion haben wir. Ouija-Bett haben wir auch. So. Noch klanger, aber weniger melodiös. So. Oh. Haben wir irgendeinen Beweis bisher? EMF 5 bisher nur. Oh, EMF, okay. Ich mag das neue System des Buchs unheimlich gern. Mhm. Mhm. So. Können wir gleich mal gucken, ob das Räuchern geklappt hat. Feuerzeug gebe ich mal neben die Kerze. Ja, Ausräuchern hat geklappt und er hat irgendwie gehaucht. Nee, ist das kein... Aber Kerze hat er noch nicht gemacht. Nee. Das sind... Ich bringe euch zwei Kerzen. Mhm, eine ist hier drin, aber der Gang ist auch zu groß. Nee. Na, lauf mal durch den Dot, Junge. Ja, er läuft durch den Dot. Er läuft durch den Dot. Ja. Sehr schön. Hab ich gerade auch gehabt. Das heißt, unsere Optionen sind Gespenst, Oni oder Goryeo. Okay. Goryeo hätte Fingerabdrücke, habe ich aber bis eben keine gesehen. Oni möchte Gefriertemperaturen und ich habe vergessen, was das letzte war. Das Gespenst. Okay, ich gehe jetzt meine Taschenlampe holen, ich sehe nichts. Gespenst hätte gerne Box und Box geht gar nicht. Also ich tippe im Moment eher auf den Oni, but I'm not sure. Mhm. So, Kerze ist immer noch ausgeblasen und das Kruzifix so, liegt. Taschenlampe. Was hatten wir eben gehabt? Gefriertemperaturen. Achso, meinst du, was wir genau haben? Ja. Dots und EMF. Wie habt ihr das Dots gesehen? Über die Kamera. Okay, waren Leute in der Nähe? Ja. Dann, wenn Leute in der Nähe waren, kann es eigentlich kein Goryeo gewesen sein. Mhm. Weil der zeigt sich nur über die Kameras, wenn keiner da ist. Ne, wie gesagt, ich tippe eh, dass es ein Oni ist. Mhm. Und die Gefriertemperaturen noch kommen. So. Ich gehe mal nochmal auf Knochenjagd. Fingerabdrücke habe ich noch null gesehen und. Ich auch nicht. Und. Gerade auf Finger. Huch, da hat er einen Teddy hinentführt. Was? Einen Teddy hat er ins Esszimmer hinentführt. Oh. Die Temperaturen auch noch ziemlich hoch sind. Hm. Da hinten ist er einmal durch das Salz gelaufen. In einem Raum da hinten. Hm. Probier auch nochmal die Box. Ich glaube, er erscheint gerade irgendwo. Oh ja, hier. Wie? Der hat nur ein halbes Gesicht, der hat nur ein halbes Gesicht. Hast du ihn fotografiert? Nein, ich habe keine Kamera. Ja, hab ich. Okay, super. Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Darf ich nochmal das Licht aus? Der Lia läuft doch neben mir. Warum antwortet der mir nicht? Das ist voll creepy. Arme Schmusebacke. Und Tür hat er auch einfach zugemacht. Oh, Arschloch. Oh. Anne sollte vielleicht nochmal Tabletten nehmen. Du bist am niedrigsten von allen mit 40. Ja, ich hab die. Ja, ist die Sicherung aus? Oh ja. Ich war gerade drin und da war ich dann. Nee, sie ist aus, aber ich bin gerade oben und mach sie an. Okay.
Aber ich habe jetzt auch nochmal geguckt. Ich habe bisher auch keinen Knochen im ganzen oberen Stockwerk gesehen. Und unten bisher auch noch nicht. Kerze ist fertig und Räucherstäbchen ist fertig. Ja. Was haben wir noch? Kruzifix. Kruzifix könnte man... Temperaturen. Uhu! Ich hab gesagt, das ist noch... Ja, sehr gut. Was haben wir jetzt? Minus-Temperaturen. Echt? Oh. Also, Gefrier, Dots EMF, Oni, sehr gut. Wow, das Visa-Brett ist bei mir schwarz. Die Interaktion ist bei mir schwarz. Wie deine Seele. Psst. Muss doch nicht jeder wissen. Dabei habe ich so ein schönes Walking-Foto von ihm aufgenommen. Ja, das Foto vom Geist sieht man bei mir zumindest. Ja. Ob ich zumindest das sehe? Oh ja. Oh ja, das ist doch sehr nett der geworden. Der hat so ein halbes Gesicht auf sich gehabt, das war voll eklig. Ja. Der Kiefer fehlt ihm so ein bisschen. Und ist momentan auch sehr aktiv. Der Auge. Also ich bin jetzt mit diesen 3 Sekunden Rennen und dann keuchend zusammenbrechen, das müssen die echt noch mal ändern. Oh, der Ofen ist an. Wobei ich den Sinn schon verstehe, warum sie unbedingt wollen, dass es etwas entschleunigt ist. Dass du gar nicht so dieses Rennspiel hast. Ja. Aber gerade bei großen Maps denke ich auch so ganz ehrlich. Mach eine, keine Ahnung, 1,5 mal mehr Geschwindigkeit und das würde ja auch schon reichen. Mhm. Mhm. Man kann ja die Geschwindigkeit des Geistes dann auch anpassen, das ist ja nicht. Ja, das ist richtig. Mann, der macht jedes Mal das Licht wieder aus. Ja, es ist ein toller Oni. Also ich habe jetzt auch das ganze Haus untersucht, ich habe keinen Knochen gefunden. Oh. Keine Ahnung, wo der spawnen soll. Anna hatte ja auch schon geguckt. Ja, nee, ich habe ihn auch nicht gesehen. Im Keller hatte das Haus ja nicht, ne? Nee. Liegen die Kruzifixe hier eigentlich drinne? Machen wir das? Ja, einer liegt im großen Raum und einer war, glaube ich, im Gang. So, jetzt hatte ich die Kamera mal umgestellt. Jetzt ist wieder Licht an. Das habe ich gerade gemacht, ich suche gerade das andere Kruzifix. Also eins liegt halt hier im großen Raum. Durchschnitt ist bei 60, am Barock ist auf 30. So, Moment, ich mach gleich das Licht aus. 12, 9, 13. Ah ja, okay. Moment. Sag mal Bescheid, sollte er anfangen zu handeln. Ja. Oh, der ist gerade auf 10. Oh, jetzt wieder runter. Er fängt ja erst. Ja, es ist ein Oni, die dürfen das. Wir sind bei 59, nur als Info. Gut, 59? Ja, deswegen meinte ich das ja gerade. 57? Ja, okay. So, soll ich Lichter ausmachen und dann gehen? Ja, mach mal. Da, viel Spaß. Ah, es ist so schön still. Ich weiß nicht, ob wir dann noch nach oben gehen sollten, um Kruzi auszulösen. Also ich bin aktuell noch oben, um Kruzi auszulösen. Weil ich meine, wenn es jetzt nach der ersten Hunting-Phase nicht funktioniert, dann habe ich keine Lust weiter, aber ich dachte für den Fall des Falles. Auf welchem Schwierigkeitsgrad sind wir denn? Fortgeschritten. Okay. So. Auf, weil ich bin noch bei 79, weil ich ja auch Pillen geschluckt habe. Ich weiß nicht. Ich bin ganz oben. Ich bin ganz oben auf dem Speicher. Ich bin in dem einen Raum unter der Treppe zum Speicher. Weil ich hier das Licht mal ausmachen müsste. Ups. Ich grad? Ja. Sonst sinkt ja die Sanity nicht. Also ich glaube, ich gehe lieber in den anderen Raum mit dem. Ich bin im Bad. Einer ist noch im Wagen zum Nö. Gucken.
Gut, wir haben es ja. Gut, wir haben es ja im Journal drin. Ah, stimmt. Nee, aber dann hätte man sagen können, ob er handelt, weil das kriegt man ja nicht immer gleich mit. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, dann geh du doch raus, Schatz, du bist am niedrigsten von uns allen. Na gut. Moment. Ist das ein klebriger Mochi? Oh, ich hab ja noch Reismehl. Hast du? Mhm. Wieso folgst du mir? Weil ich der Geist bin. Hallo? Hm? Bist du? Ich bin hinter dem Pocher. Oh, zwei. So. Oh, nein. Hallo. Also, wir haben eine durchschnittliche Sanity von 40. Also, er darf angreifen. Das ist auf jeden Fall noch nicht ausgelöst. So. Oh, ist abgelöst. Okay, gerade dann. Fertig. Oh, ja, nice. Okay, ich kann keine Pillen mehr nehmen. Wir können alle keine Pillen mehr nehmen. Die letzten hatte ich genommen. Wie sie jetzt alle rausrennen. Würde ich genauso machen. Ja, ich darf doch noch raus. Ich dachte ja, dass ich zu Ende, dass der Lag dafür sorgt, dass ich nicht rechtzeitig rauskomme. Hm. Du wolltest doch sowieso sterben, damit deine Stufe sich nicht ändert. Echt? Tja. Wenn es passiert wäre, wäre es passiert, aber herausfordernd ist es. So. Alle eingetragen? Leid. Oh, ja. Moment. Ja, hab ich. Hm. Ich sag Moment und du machst an. Das ist Kommunikation. Hm. Zuläuft das. So, dann ich habe das Bedürfnis, mir ein bisschen Abendbrot zu machen. Ich gehe einmal raus aus der Runde. Ja, wollte ich gerade auch, weil ich jetzt schnell duschen muss. Achso. Okay. Ich brauche nicht lange, ich würde mir nur Pfannkuchen machen. Ja, oh, lecker, mach mir welche mit. Okay, dann. Dann kurze Pause und bis gleich, oder spielen wir eine kleine? Wir können auch gerne eine kleine spielen. Dann. Prison, High School oder Asylum. Eine kleine Runde. Eine ganz kleine. Möchtest du nochmal reinkommen, damit wir eine kleine auswählen können? Oder? Prison, sehr gut. Oh Mann, jetzt will ich euch zugucken, jetzt kann ich nicht duschen gehen, das ist voll fies. Ich bin mal gleich wieder da. Ich nehm's doch eh auf. Ja, das stimmt. Ich bin schnell weg, bis gleich. Tschüss. Das da und das da und... Möchtest du unten oder oben? Ich mag unten etwas lieber, aber... Dann gehe ich nach oben erstmal. Okay. Name des Geistes lautet Thomas Smith. Okay, du darfst doch gerne schon rein. Okay. Die 2 Minuten sind eh irgendwie nichts wert. Thomas Smith, gib mir ein Zeichen. Bisher alles ruhig oben. Mhm. Thomas Smith, gib mir ein Zeichen. Thomas. Thomas Schmidt. Ich kenne einen Thomas Schmidt. Hm. Könnte er uns hier heimsuchen? Nee. Also nicht der zumindest. Das ist schon mal gut. Ich glaube, ich höre deine Schritte da oben. Mhm. Ah, hier ist auch Stromkasten, ist gut zu wissen. Mhm. Hinten bei dem großen Büro.
So, erstmal Lichter hier unten anmachen. Die... Ne, das sind nicht. Thomas Smith, gib uns ein Zeichen. Oh. Die Galerie bei der Mensa ist auch ruhig. Ja. Ich hatte ganz nah dieses Geräusch. Bibliothek auch Lichts. Jetzt bin ich gerade in der Krankenstation. Hier ist auch nichts los. Mhm. Also ich habe bisher auch nichts irgendwo mal knarren gehört oder runterfallen oder sonst irgendwas. Mhm. Bei mir ist es ja auch momentan sehr ruhig. Bist du zu A oder B gegangen? Ich gehe jetzt gerade zu A. Gut, dann gehe ich runter und dann Richtung B. Okay. Hattest du gerade eine Tür auf oder zugemacht? Ja. Okay, dann warst du das. Ich bin den zweiten Aufgang runtergekommen. Deswegen. Mhm. Okay. Irgendwo ist eine Zellentür gerade auf oder zugegangen? Ja, das war auch ich. Okay, verdammt. Tut mir leid. Alles gut. Bevor ich zu A gehe, gucke ich nochmal hier kurz im Eingangsbereich. Ja. Beziehungsweise gehst du zu B, weil ich gehe zu A. B, ja, Entschuldigung. Ja. Das kleine Büro hier hat es auch du aufgemacht wahrscheinlich, ne? Mhm, hatte ich. Jep, 11 Grad. Das ist das allererste Büro scheinbar. Oh. Ja, oder? Ist es doch der Eingangsbereich? Ich stand gerade noch im Eingangsbereich und habe Richtung das Büro geguckt. Okay, ich komme mal gerade mit. Oh, es ist tatsächlich der Eingangsbereich. Wow. Ja, ja. Okay. Das wird super mit rein- und rausrennen und so. Ja, das ist sehr praktisch. Ich guck gerade mit der Kamera ein bisschen durch. Mhm. Aber ich sehe gerade nichts Orben. Also Temperatur 19, 18. Meine 11,4. Okay, dann kriege ich wahrscheinlich die falschen Temperaturen angezeigt, weil bei mir bin ich auf 16 bis 17. Ja, 16 und so habe ich auch zwischendurch, aber ich habe auch immer wieder mal 11,4 oder so. Okay. Ich hole mal die Box. Mhm. Jetzt wieder 15. 10. Es könnte auch vielleicht das kleine Büro sein. Zumindest kriege ich da niedrigere Temperaturen zwischendurch. Okay. Auf jeden Fall der Bereich hier irgendwo. Wo bist du? Warte, ich gehe noch gerade. Ja. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Bist du ein Mann? Bist du eine Frau? Wie alt bist du? 60, 71, Foto, Kruzifix. Bist du hier? Wo bist du? Geh nochmal hier in das Kleine. Wie alt bist du? Oh, oh, oh Gott. Ist das eine Jagd? Ja. Ach du Scheiße. Das grenzt es aber ein.
Banshee oder Yokai muss es sein. Okay. Okay, ist vorbei. Also ich habe sehr viel mit ihr gesprochen, von daher. Mhm. Würdest du einmal Tabletten nehmen? Ja. Gut. Also wir haben noch um die 70% insgesamt Sanity. Okay. Deswegen können es nur noch die zwei sein, die komplett außer der Reihe jagen können. Jagt die schon wieder? Mhm. Ach, du Kacke. Bin tot. Ach du Kacke. Ja. Hier ist Spaß, Amarok. Okay, ich halte da mal tendenziell die Klappe und gucke, ob ich irgendwas finden kann. Aber wie schnell hat die wieder gejagt? Ich war noch nicht mal bei der Treppe richtig, da ging es wieder los. So. Den Mann wenden. Dieser Geist. Mhm. Extrem aggressiv. Das Komische ist, es muss irgendwie ein Orb oder irgendwas eigentlich vorkommen bei den beiden, die es noch sein können. Ist, glaube ich, bei beiden Orb drin. Versteckt er sich vielleicht wieder gut? Mhm. Ach, jetzt habe ich zwei Kameras dabei. Ein Buch. Da, ein Thermometer. Aber Yokai müsste auch auf Box reagieren und das hat er bei mir nicht. Was ist der Raum ist irgendwie super schwer zu finden. Ja. Okay, der Raum. Hast du ihn gefunden? Also es muss dieser kleine Raum eigentlich sein. Und er hat gerade gegen die Scheibe gedotzt. 13? Da war ich mehrfach drin und hab geguckt. Das ist das Einzige, was irgendwie von der Temperatur her passt. Okay. So, dann bringen wir den Dotz mal dahin. War recht aktiv, muss man sagen. So, Dots, Orb. Was gab es denn noch für Beweise? Ich mach das alles vor der Tür. Box. Kann ich jetzt Geist Orb, eigentlich dort das sehen? Ich glaube, ja. Es kann sein, dass sie das noch rausnehmen wollten, aber ich glaube, momentan geht das noch. Ich mal auf das Dots. Wo ist denn der? Die Banshee. Banshee. Fingerabdrücke, okay. Dann hole ich mir noch eine Taschenlampe. Wenn es die Fingerabdrücke sind, dann kann ich theoretisch fahren und sagen, es ist eine Banshee.
Vielleicht war sie deswegen, also wenn es eine Banshee ist, würde es insofern passen, weil die ja sehr aggressiv gegenüber demjenigen sind. Ja, wenn sie tatsächlich hier drin ist, ich war halt jedes Mal auf der Treppe hier vorne, wenn sie angefangen hat loszulegen. Und das ist ja nun echt nicht weit. Das stimmt. Ich meine, Banshees können, glaube ich, auch, wenn ich jetzt es richtig im Kopf habe, in der Nähe desjenigen, den sie jagen, spawnen. Oh, das wäre so oder so in der Nähe von diesem Raum gewesen. Ja, Fingerabdrücke. Okay, dann haben wir wohl eine Banshee. So, jetzt machen wir aber noch zwei, drei Sachen. Jetzt habe ich einen Kruzifix, das ist gegen eine Banshee auch sehr gut, weil das 6 Meter hat. Kruzifix, Bild und Bewegungssensor. Ja, Bewegungssensor kriegen wir doch auch noch hin. Habe ich noch 72. Ich gehe kein Risiko ein. Mhm. Wenn ich so viele Pillen dabei habe, kann ich mich auch ins Vergnügen stürzen. Kamera. Bewegungssensor, genau. Rum. So. So. Gib mir ein Zeichen. Ah, da ist er durchgelaufen. Ja. Thomas Smith, gib mir ein Zeichen. Thomas Smith, erscheine. Thomas Smith, zeige dich. Geister, Banshee, Orb und Dots. Das hatte ich aber in dem Raum tatsächlich schon ein oder zweimal, dass der Orb wirklich nicht auffindbar war. Vielleicht rumherum, hast du da schon geguckt? So auf der Hinterseite dann? Mache ich gleich mal. Okay. Kann mir leider nicht als Geist. Ja. Kein Orb. Habe ich gerade... Nee, was habe ich da gerade gesehen? Fingerabdrücke. Hm.
hätte zumindest gerne noch das Kruzifix. Weil das ist ja hier einfach genug. Warum kann man als Geist so gar nichts machen? Du kannst Donuts sammeln. Wow. Aber beweistechnisch ist es echt eine Katastrophe. Die läuft doch nicht noch durch den Dotz. Sonst einfach eintragen, Benji, und ab dafür? Würde ich gleich machen. Ich hätte halt in der Tat noch gerne eine von den... Bist du doch hier? Eine von den... Ja, 4,2. Zusatzaufgaben. Das Kruzifix ist bei einer Benji eigentlich geschenkt. Bei so einem kleinen Raum. Stimmt. Du bist übrigens auf 71. Noch so viel? Yep. Wow. Okay. Thomas Smith. So, das muss doch was bewirkt haben. Willkommen okay. Zurück. Willkommen zurück. Ich bin tot. Oh, but why? Weil der Geist schon angefangen hat zu jagen, als wir noch im Durchschnitt auf 70 waren und das zweimal hintereinander. Sei mal kurz still, sei mal kurz still. Ich bin gerade sehr unsicher, sorry. Du blöder Geist! Du creepst ja voll an die Leute ran. Ich bin jetzt raus hier. Vergiss es mit dem Kruzifix. In welchem Haus wart ihr? Prison. Mhm. Achso, stimmt. Ist doch krass, wenn wir so früher. Tschüss. Du blöder Geist, was ist mit dem los? Gib mir keine anständigen Beweise, spawnt sonst wo? Für die Jagd? Puh. Hat mich jetzt auch schon angegriffen, obwohl es noch nicht an der Zeit war. Okay, hast du eingeloggt? Yep. Okay, Banshee. Ciao. Noch eine Runde zugucken. Wenn du noch eine Runde zum Essen brauchst, ja. Ja. Deine guten Käsepfannkuchen. Es war ein Dämon? Meine guten Schuhe. WTFick? Das macht überhaupt keinen Sinn, dass es ein Dämon war. Hä? Der hat definitiv angegriffen, als wir bei über 65% waren. Mhm. Das war total weird. Na gut. Ich muss nur erstmal wieder Zeug kaufen. Mhm. Wir haben auch noch die Daily mit dem nur mit Startausrüstung. Ja. Ach, die gute Uns-Uns-Musik. Mhm. Aber Cooper, seien wir ehrlich, das Money tut einem schon fast gar nicht mehr weh, oder? Nicht mal mehr fast, also... Ich mein, Bitch, please. Rich Bitch. Englewood, Brownstown oder Richview? Mir egal. Willst du Richview oder sowas mal machen? Oder Tanglewood, ja. Zu zweit geht auch. Wir können auch Tanglewood, warte. Dann mache ich aber auf Profi, ne? Immer gerne.
So. Und Strom ist in der Garage. Okay. So. Ja, ich fang mal hier vorne an. Ich mache uns Strom an. Jo. Oh, der Knochen ist in dem kleinen Waschzimmerchen. Okay. Paul Anderson. Paul Anderson, gib uns ein Zeichen. Ich laufe erstmal mit EMF rum. Jo. Paul Anderson, gib mir ein Zeichen. Mein Internet sagt die ganze Zeit, es ist ziemlich scheiße. Oh. Mr. Anderson, geben Sie uns noch ein Zeichen. Paul Anderson, gib mir ein Zeichen. Paul. Ich glaube, ich habe gerade Tür gehört. Habe ich auch. 2,6 hier oben. Paul Anderson. Was haben wir denn hier so? Paul Anderson, gib uns ein Zeichen. 0,4, 0,5. Paul Anderson, zeige dich. Na gut. Oh. Oh, hat er was geworfen? Ich habe nochmal eine Tür gehört. Ich weiß nicht, ob er vielleicht im Wohnzimmer mal sogar sein könnte. Welcome back. Ich bleib zum New Job Street. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Zwei Grad im Wohnzimmer. Oh, okay. Gut. 3,6. Ne, Küche ist wärmer. Es sieht sogar noch nach Gefriertemperaturen aus. Also könnten noch welche werden. Ja, Wohnzimmer sieht eindeutig. Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du mit mir machen? Oh, EMF 5. Nice. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hasslich? Ach, die guten Hasslichen. Nein, aber Gefriertemperaturen habe ich, glaube ich, gerade schon Dingens gesehen. Das heißt, wir hatten EMF und kalt. Dann hätten wir Gin, Shade oder Uni. Okay. Das ist doch schon mal was. Bräuchte noch Fingerabdrücke, Shade bräuchte Buch und Uni bräuchte Dots. Das heißt, ich mach mal Fingerabdrücke und das zweite Dots. Okay, ich bring mal ein Kruzi rein für alle Fälle. Und ich glaube, Salz haben wir ja. Nehmen wir doch Salz mit. Seid ihr nur zwei dran? Yep. Ja. Der Rest der Mannschaft hat euch Fingerabdrücke gelassen. Okay, cool. Du warst du schon egal.
Ja, suche der Rest. Und ich bin gestorben. Ja, das Prison war gerade ein kompletter Reinfall. Oh. Ihr hättet lieber die Schule machen sollen. Der Geist hat uns voll getrollt. Wir dachten, es wäre eine Banshee, weil er angegriffen hat, bevor eigentlich Zeit war. Selbst für einen Dämon. Oh, Salz hat funktioniert. Hm, nice. Dann fotografiere ich das doch schnell. Da. So, haben wir's? Ja, ein Schritt und ein Knochen. Sehr gut. Weg damit. Oh, das Gebrumme von den Dots geht mir auf den Keks. So. Während der Jagd mit Räucherstäbchen. Oh ja, ich bin raus hier. Bewegungssensor hat auch funktioniert. Ja, cool. Ja, auf der Jagd vertreiben mit Räucherstäbchen mache ich in so einem kleinen Haus nicht. Ja. So. Ich muss gerade noch eintragen. Gefrier und EMF und Fingerabdrücke. Gin. Okay. Dann können wir eigentlich, oder? Mhm. Aber jetzt spielt ihr doch wieder mit. Ähä. Ich muss ja noch eine Runde muss ich noch aussetzen. Warum? Warum? Weil ich mein Katheter legen muss. Na gut, das ist eine gute Ausrede. Achso, nee, Quatsch, zurück. Nee, alles raus, bitte. Wieso? Aha. Wir haben doch die Startaufgabe. Den Start. Ja. Wollen wir die jetzt machen? Ach nee, müssen wir machen, wenn Schmusi dabei ist. Ja, okay, das stimmt. Entschuldigung. Ja. Ich habe wieder alles reingetan. I'm sorry. Ich bin müde, bis ihr eure Folge fertig habt, auch fertig zu sein. Ja. Sofern meine Pumpe schnell genug ist. Oh, der eine YouTuber, den müsst ihr gerne hören, hat ein neues Video rausgebracht. Cool. Ich frage mich, was die für die Lizenz für diesen Song bezahlt haben. Für welchen Song? Den wir hier mal in der Lobby hören. Ach so. Gut, den kannst du wahrscheinlich auch relativ schnell mit GarageBand zusammenstellen oder ähnlichem Programm. So. Das da und das da. Richard Martin. So. Hello. Ich geh nach oben. Okay. Yay. 1,1. 1,9. 0,1. Richard Martin, gib mir ein Zeichen. Nein, nein, nein. Begehbarer Kleiderschrank. Wenn Jen doch irgendwann mal tauschen will, sagst du Bescheid, ne? Hm. Ich vermute das Wohnzimmer. Da ist gerade ein Geräusch gewesen. So, ich hab oben bisher nichts. Auch kein Knochen. Richard Martin, gib mir ein Zeichen. Also falls jemand ein Thermometer hat, genau. Kann er ja mal schauen. Ich habe noch Zeugs. Mir sind die Temperaturen noch normal hier. Okay. Ich hatte hier zumindest ein bisschen Geräusche und hatte das Gefühl, dass irgendwie... Ich habe hier einmal gerade 12 gehabt, aber es war auch gleich wieder vorbei. Mhm. Ich habe hier im Bad auch 12.
Dieses das waren ja immer so diese drei verbundenen Räume. Ja. Mhm. Yep, also ich ist hier. Ja. Ich mach mal gerade noch zwei Lichter an oder so. Ja, bitte nicht, wenn ich gerade einmal gucken möchte. Danach kannst du gerne machen. Okay. Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Ja. Er ist young. Okay. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Er hat nur einmal geantwortet, aber immerhin. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Na gut. Einmal. Das war das Sexieste, was in dieser Runde kommen wird. So. So. Wo hat er reagiert? Da hinten, so in der Kante, in der Ecke. Eine Kamera, eine andere Kamera. Richard Martin, gib mir ein Zeichen. Könnte sich Fingerabdrücke gleich lohnen zu gucken, weil er klopft öfters an die Scheibe. Dots. Okay. Ja, Fingerabdrücke auch. Sehr schön. Mein Bett. Dann gucke ich noch einmal, ob meine Sanity noch irgendwie was taugt. Was ist am Bett? Über dem Bett am Fenster, da sind Fingerabdrücke. Achso. Dann haben wir ja alles. Oder? Ach stimmt, die Box hatten wir ja auch noch. Und was war das dritte dann? Dots und Fingerabdrücke. Ah, okay, Dots hatte ich nicht mitbekommen. Ah, oh, es ist ein Phantom. Ich kriege hier einmal in meinem Leben ein Foto von dem Geist. Ich krieg meine Kamera nicht gegriffen. So, was haben wir denn sonst noch? Jetzt. EMF. Ah, ein EMF haben wir noch nicht. Also, den Ausschlag. Oh, warte, jetzt kann ich aber eine Taschenlampe mitnehmen. Ups. So. Richard Martin. Oh, das müsste EMF gewesen sein. Richard Martin, erscheine. Richard Martin, erscheine. Fingerabdrücke, Schritt. Richard Martin, gib uns ein Zeichen. Wäre es ein Phantom? Mhm. Richard Martin, bitte gib mir ein Zeichen. Richard Martin, zeige dich. So ernst zu nehmen mit dieser dieser Geburtstagsmütze. Richard Martin, bitte erscheine. Ich möchte ein schönes Foto von dir machen.
bin mal gespannt, ob die sich was zu Halloween noch einfallen müssen. Oh, das wäre so cool. Das ist eigentlich für ein weird Schatten. Dann verfolgt der Geist dich ins Auto. Maybe. Please not. Oh, das heißt, es gibt auch bald Steam Halloween Sale. Ja. Yeah. Richard Martin, bitte zeige dich. Richard Martin, offenbare mir deine Anwesenheit. Richard, bitte versteh ich. Hatten wir schon den Knochen? Nein. Ich hab den aber auch nirgendwo gefunden. Okay. Richard Martin, bitte erscheine. Richard Martin, bitte zeige dich. Sieht zumindest gerade aus, als wenn er geblunken hat. Das macht er gelegentlich. Richard Martin, bitte zeige dich. Aktivität ist auf 0. Okay. Auf 3. Richard Martin. Ich habe schon wieder Fingerabdrücke fotografiert, das war ja klar. Richard Martin. Auf der Tür oder auf den Fingerabdruck? Ja. Lichtschalter. Richard Martin, bitte zeige dich. Richard Martin? Tu etwas. Mach was. Bewege etwas. Nee. Wahrscheinlich Fingerabdrücke nochmal. Ja. Yeah. Richard Martin, bitte zeige dich. Richard Martin. Ich such noch einmal nach dem Knochen. Warst du im gesamten Haus für den Knochen? Ja. Okay. Also vielleicht siehst du ihn nochmal, aber. Ja, ich mache immer Vier-Augen-Prinzip, aber. Ja. Dann versuche ich nochmal mit ihm zu talken. Jo, vielleicht kriegst du da noch ein schönes Foto auch hin. Fotos sollte meine Kamera mitnehmen. Ah, vor der Waschmaschine hat er sich versteckt. Ah, okay. War gar nicht so leicht zu sehen. Wo bist du? Du. Bist du hier? Hier? Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Bist du ein Kind? Bist du erwachsen? Ja. Bist du hier? Bist du hier? Hier? Wie alt bist du? Bist du ein Kind? Ein Kind? Ja. Oh. Okay. Er ist auf jeden Fall young. Hat ja. Er mir hinten im in dem begehbaren Schrank. Ja. Ja, aber er scheint, glaube ich, nicht. Insofern können wir, glaube ich, fahren. Nö. Guck mal, erinnerst du dich an die Zeiten, als wir noch dachten, wir müssen unseren Schritt, den wir mitgenommen haben, auch wieder rausmachen? Oh ja. Das waren interessante Zeiten. Oje. Bin jetzt auch fast ein Jahr her, ne? Ja. Okay. Hat jeder eingetragen? Ja, ich glaube schon. Phantom, ne? Ja. Dann. Yep. Let us go. 652, 653? Genau. Yeah! So, jetzt können wir theoretisch, falls wir eine kleine Karte kriegen, wir es mit der Staatsausrüstung probieren. Ja, machen wir.
Ich habe gerade alles reingemacht. Ich weiß. Ich habe es gesehen, wie es aufgeploppt ist. Da war der Klickmoment schneller als der Gedankenkommen. Ist alles da raus? Naja, zweimal Pillen, ein Stativ. 4, 5, 6, 7, 8. Dots, EMF, Taschenlampe. Nein. Taschenlampe, Geisterbuch, Geisterbox, UV, Videokamera, Foto drin. Müsste eigentlich passen. Jetzt wollte ich schon wieder auf alle gehen. Mann, Sandra. Geh einfach raus. Ja, was wollen wir machen? Statusrüstung auf. Amarok muss, glaube ich, gucken, oder? Nee, ich glaube, Kuka hat Karte. Ja. Ja, ich behalte die Karte mal nicht, weil ich habe nur Tanglewood oder Asylum. Oder wollt ihr Statusrüstung machen? Ich glaube, wir Tanglewood. Ja, ja, Statusrüstung. Ja. Wir können es auch im Asylum machen, aber ich glaube, da hätte ich keinen Bock drauf. Nee. Das wäre mal eine Challenge. Ich meine, man verliert nichts. Wenn man keine Sachen reintut. Das stimmt eigentlich. Aber bis wir da was finden, das dauert Jahre. Ach, wirklich? Ja, so. Nebenbei. Ich glaube, die einfachste Methode, den Geistern zu finden, ist, sich zu verteilen und wenn er jagt, gucken, in wessen Nähe er gespawnt ist. Ja. So. Ich nehme UV mit. Einer die Kamera, eine Taschenlampe, eine UV und irgendjemand geht ohne Licht. Ja, irgendjemand geht ohne Licht. Mit dem Licht. So. So, wir sollen Räucherstäbchenfeld aus, Foto machen und Kerze soll er uns ausblasen. Es ist Donna Miller und sie mag es sowohl in Gruppen als auch allein. Cool. Aber wer hat jetzt was? Ich habe bisher nur die Fotokamera genommen. Dann nehme ich die Lampe. So. Ich nehme die Videokamera, dann brauche ich kein Licht. Genau. Dann nehme ich doch das EMF mit. Ich habe die Box. Ich das Buch. Siehst du, wir sind doch gut aufgeteilt. Ja. Donna Miller. Er hatte jetzt kein Licht? Ich, aber ich kenne ja Tanglewood eh auswendig. Ja, stimmt. Das ist ja deine Map. Oh, dieses Lecken, das nervt mich heute. Oh. Oh. Dann leck doch zurück. Ja, wenn es nur so romantisch wäre hier. Ich habe deine Zähne in meinem Kiefer gehabt. Wie? Ihr seid... So. Zwei verschmolzene Wesen. Ja. Kuka, bist du noch da? Ja. Okay. Kuka hat bestimmt kurz Nachrichten geschrieben. Okay, let's go. Let's go. Okay, Kuka, du warst 2 Minuten im Denken. Hättest den Schlüssel einstecken können. Ich war mit Posten beschäftigt. Ja, ich weiß, Rollenspiel ist wesentlich wichtiger. Die sexy Posts, die er da immer schreibt. So, Donna Miller. Sie summt schon? Ja. Wo ich ist sie? Schon hier im Flur. Hier, direkt vor dem... hier. Diese blöde Kuh, ich hab die Kamera dabei. Manno. Das war ich mit Licht, damit ich hier nach Urbs gucken kann. Donna Miller, bitte gib mir ein Zeichen. Donna Miller, gib mir ein Zeichen. Aber ich habe ein Buch. Ich hab nichts, womit ich sie finden könnte. Der Knochen liegt im Wirtschaftsraum. Okay. Donna Miller, gib mir ein Zeichen. Und das Luigi-Brett auch in der Garage. Ah, da fragt doch das Luigi-Brett, wo es ist. Warum? Wir müssen nur aufpassen, weil wir haben keine Pillen dabei. Ja. Ach so, ja. Ich warte mal draußen, bis ihr auch Raum gefunden habt, weil ich habe ja nichts zum Wiederfinden dabei. Mhm. Och Mann. Och Mann? Aber EMF war doch gerade im Flur, oder nicht? Nee. War nicht EMF, als sie hier gespawnt ist und gesummt hat? Ich hatte keinen EMF-Ausschlag. Okay, es klang aber so. Donna Miller, gib mir ein Zeichen.
Donna Miller? Donna Miller? Donna Miller, gib mir ein Zeichen. Donna Miller, gib mir ein Zeichen. Donna Miller. Donna Miller. Es könnte irgendjemand durchs Haus gehen und wahllos die Geisterbox spammen, wenn er will. Wo ist sie denn? Hat die schon einer mit? Achso. Dann müssen wir aber wieder Lichter überall bitte ausmachen. Nicht immer alles an. Ich mache immer nur die Lichter an den Räumen, in denen ich mich gerade aufhalte. Und bist du? Bist du hier? Hier? Bist du hier? 88. Okay. Wie alt bist du? Wie heißt du? Wo bist du? Bist du ein Kind? Donna Miller. Hat jemand das im Esszimmer angemacht, das Licht? Nö. Weil ich hab's nicht. Esszimmer? Nee, ich glaube nicht. Bist du hier? Hier, Heinz, er ist hier. Okay. Okay. Dann Esszimmer. Box ist auch Beweis, ne? Ja. Achso, Esszimmer, ich soll. Ich mach noch mal kurz Licht aus. Achso, wo geht denn das Licht hier hinten aus? Es sind zwei Lichtschalter direkt nebeneinander. Achso, danke. Luigi-Brett schon fotografiert? Ja. Obi et Orbi ist nichts, würde ich sagen. Ich würde das Buch vielleicht sogar dann eher hier hinstellen, wenn wir hier die Box auch hatten. Donna Miller, gib uns ein Zeichen. Du atmest, glaube ich. Bist du im Marathon gelaufen? Ja, ich vergesse immer, dass ich nicht atmen darf. Auch alles gut. Donna Miller, erscheine. Irgendwann bin ich euer Geist dann. Ja. Donna Miller, gib uns ein Zeichen. Donna Miller? Sagen, wenn man hier im Van ist und dann das Bild da an der Wand sieht, diesen Kerl, das ist so leicht verwaschen. Das sieht aus, als ob da ein anschielt, wenn du da durch den Raum läufst. Donna Miller, tu etwas. Erscheine. Zeige dich. So ein bisschen werfen tut er auf jeden Fall. Lege ich den Tasse hinten einen Teller. Okay. Donna Miller. Erscheine. Donna Miller, du bist doof. Zweier EMF. Oh, sie schreibt gerade ins Buch. Ja, nice. Ha, sind das creepy Bilder. Hey, dein Kopf steht irgendwie. So, also wir haben damit Buch und ist wir haben... Poltergeist oder Maru? Spirit hätte gerne noch EMF 5. Poltergeist. Fingerabdrücke. Also, eigentlich schon. Poltergeist war es. Vom Mare. Orb würde ich eigentlich ausschließen. Also wären es noch Dots oder EMF? Fingerabdrücke oder EMF. Ah, okay. Die Finger. Hab ich und bisher sehe ich nichts. Hallo. Okay. Hallo. Hallo. Jimmy, was voll fies ist. Ich bin todmüde und die ersten Seiten vom Manga gehen um müde sein. Das ist natürlich sehr bedauerlich, Donna Miller, erscheine. Ich geh ins Bett. Ich geh nicht ins Bett, ich bin auf Arbeit. Warum bist du denn hier drin? Hä? Warum bist du denn hier
Weil ich auf Arbeit bin und dazu da Zeit habe. Und warum bist du sonst nicht auf Arbeit hier drin? Weil ich sonst mein Internet töte. Erscheine. Also UV würde ich im Moment ausschließen. Und heute tötest du es nicht. Hä? Donna Miller, zeige dich. Heute tötest du es nicht. Naja, es sind nur noch 3 Tage bis Monatsende und ich habe noch 4 Megabyte. Das geht noch. Na dann. Donna Miller, tu etwas. Ich weiß nicht, ich dachte, ich belästige dich mal. Okay. Le. Meine Taschenlampe hat nichts gebracht. Mehr hab ich nicht. Meine Kamera steht da drin. Ja. Ist das Dots wieder aus? Ja, das kann's ja nicht sein. Ach ja, stimmt. Macht ja Sinn. Mir geht das Brummen da immer ein bisschen auf den Keks. Ich höre das gar nicht. Mann, du sollst ja keine Sachen reinwerfen, die ich nicht da reinwerf. Ah. Donna Miller, jetzt mach was, du Kack-Tussi. Kannst du noch ein Shade sein? Nein. Schade. Still, Poltergeist oder Mare. Donna Miller, gib uns ein Zeichen. Entschuldige, Donna Miller, gib uns ein fucking Zeichen. Oh, bist du auf einmal so gut? Es will nicht spülen. Donna Miller, vielleicht sind es zu viele, wobei sie reagiert theoretisch schon. Also nicht, dass ich glaube, dass es der Orb ist, aber wenigstens mal alles auslösen. Ich mache also das Licht aus. Sehr gerne. Wir könnten theoretisch das... Schon, die Pizza kommt. Ist nur ein Zweier. Och Mann. Was läuft in deinem Hintergrund? Bei mir gerade. Oder mach's aus. Mach leise. Das klang irritierend, weil es gesagt auch gesagt hat, Pizza. Ja. Wieder. Was noch? Klippmob mich. Oh. Zurück. Er macht. Ich verstehe. Also Finger am Finger und Orb sehe ich nicht. Ich würde auf das EMF tippen. Der Geist ist leider recht inaktiv. Bis auf das eine Mal, dass er erschienen ist, ganz am Anfang. Ja, noch nicht ganz drin in der Tür, da meint er dann so, ey, zeig mir, ich wollte den Rest der Runde, zeig ich nicht mehr. Mhm. Wir könnten natürlich einfach das Ouija-Brett spammen und gucken, ob irgendwann ein EMF 5 rauskommt. Das stimmt. Das wäre ganz wichtig. Ist nicht nur in meiner Garage? Ich hab's gerade an den Eingang gebracht. Okay. Möchte jemand? Ja, bist du hastig? Willst du mit mir gehen? Ja, wie viele hast du getötet? Hallo? Hallo? Wie gehen ist eine tödliche Frage. Aber redest du mit mir? Wo bist du? EMF 2. Wie alt bist du? Bist du hier? Frag am besten, wie alt du bist, das geht am schnellsten. Hoch. Jetzt ist er runtergegangen auf wie alt bist du? 40% weniger. Nochmal 10% weniger. Wie alt bist du? Bist du ein Mann? 10% weniger. 0%. Bist du ein Mann? Ja. Ausgefahren. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Oh, ich bin dumm. Ja. Wie alt bist du? Oh, das sieht ja fast romantisch aus. Wie alt bist du?
Schrei den einfach nur nicht so an. Wie alt bist du? Er reagiert bei mir gar nicht. Okay. Warte, ich komm hin. Wo bist du? Bei mir reagiert er gar nicht. Wie alt bist du? Ah, jetzt reagiert er. Wie alt bist du? Hier bei 2. Hm. Das war bisher das Einzige, was wir gekriegt haben. Kitchen. Er ist rüber in die Küche gewandert. Ah. Er ist ins Kitchen. EMF2. Wir haben immer nur bisher EMF2 gekriegt. Da ist er, aber das war nur einer von uns. Erscheine. Thomas Miller. Glaube ich. Donna Miller. Donna. Entscheide dich, wie du meinst. Donna Miller, zeige dich. Du bist doof. So, das habe ich dir gegeben. Das kann ich ja die Kamera mal auf den Tischstuben packen. Bin dabei. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Immer nur 2er EMF bisher. Schön, wie du das Reacher-Brett fragst, um deine Stand hier runterzubrechen, während ich da noch dran bin. Entschuldigung. Ist das nicht in den Räumen anzufangen? Licht in den Räumen an? Ja. Ich kann nochmal ausmachen. Wie alt bist du? Oft sollte man ja sehen, ne? Wie alt bist du? Immer noch 2er EMF. Uhrjagd. Mein Gott, bist du schnell rausgezischt? Der kleine Punkt auf der Karte war jetzt so. So. Dass du es überlebt hast. Das man ist ja leider nicht. Ja. Das war ein Zufall, dass ich das, glaube ich, überlebt habe, weil ich, sie eierte fast neben mir. Ich glaube, sie war auch kurz davor, zu mir reinzukommen. Oh. Oh. War es gut, schnell weg zu sein? Ja, also ich tippe auf EMF immer noch, aber ihr müsst es nicht, ihr könnt ja auch auf andere Sachen tippen. Ich finde EMF völlig okay. Ja, Spirit also, ne? Ja, ich meine, es könnte doch so ein Orb sein, wenn man wieder so einen blöden Verstecker-Orb haben, aber... Ja, könnte es auch. Aber es könnte auch Fingerabdrücke, weil du gar nicht so viele Möglichkeiten hast, da rumzutouchen, es könnte gerade alles sein, aber... Genau, ich finde EMF aber auch noch sinnvoll insofern. Na dann. Alle eingetragen? Ich bin fertig, ja. Moin. Oh, jetzt ein Stück Emmentaler. Gouda. Gouda. Brie. Bisschen Brie schadet nicht. Poltergeist. Mistkerl. Also wenn es doch Finger... Das, was am unwahrscheinlichsten ist irgendwie gewesen. Naja. Komm mal raus. Ist Oh Mann. Ich bin ja auch müde, das ist ja anstrengend. Ja, ich glaube, ich verabschiede mich auch gleich, weil ich so extrem müde bin. Gleich heißt jetzt, oder? Okay. Ja, gleich erst jetzt, weil dieses Gelegge teilweise super anstrengend ist gerade. Ich glaube, ich würde auch mit Phasma aufhören. Das ist so, jetzt haben wir 3-4 Runden gespielt. Die waren zwar alle nicht so mega erfolgreich, aber genügt für mich auch für heute. Welcome back.
So. Wenn ihr nochmal spielen wollt, gucke ich bestimmt eine Runde zu.